Herzlich willkommen jetzt zum nächsten Vortrag im virtuellen Raum 2. Und uns erwartet uns jetzt ein Vortrag von der Frau Magister Albert zu Unterrichtsideen mit den Microsoft-Tools. Bitte schön, ich übergebe das Wort an Sie. Dankeschön. Und zwar freue ich mich heute sehr, dass ich euch heute ein paar Tipps und Tricks über die Unterrichtsideen zu den Microsoft-Tools vorstellen darf. Und ja, ich bin selber Lehrerin, verwende selber die Tools in meinem Unterricht und das dient einfach auch dazu, dass man ein bisschen den Unterricht auflockern kann und nicht nur immer Frontalunterricht dann hält. Ich werde gleich meinen Bildschirm teilen und werde euch ein paar, bitte noch die Bildschirmfreigabe noch bitte machen. Ich kann im Moment nicht mehr. Wir können das schon machen, weil Sie sind Co-Host. Ah, okay. Da steht nämlich, der Host hat die Freigabe des Teilnahmebildschirms deaktiviert. Bitte nur mal probieren, vielleicht. Jetzt funktioniert es. Dankeschön. Und da werde ich jetzt gleich meinen Bildschirm freigeben. Und zwar meine Schwerpunkte liegen heute bei Microsoft Forms, dann bei GeoGebra und wie ich das alles mit OneNote verknüpfen kann. Und wie ich dazu die QR-Codes dazu nehmen kann und welche Unterrichtsideen man mit QR-Codes haben kann. Und zwar werde ich gleich mit etwas ganz Leichten starten, nämlich mit Arbeitsblätter und OneNote sozusagen miteinander verknüpfen. Und zwar, ich habe mich jetzt da auf die erste und zweite Klasse in der Sekundarstufe 1 gestützt, da ja die heuer mit den Devices ausgestattet worden sind. Das alles kann man natürlich auch mit Handys auch unterstützt machen. Das heißt, wenn die Kinder jetzt kein Tablet oder kein Device haben sollten, also keine Tablets oder eben keine Laptops, kann man das alles unterstützen mit dem Handy auch machen und auch mitnehmen. Und zwar meine erste Unterrichts-Idee ist einmal Arbeitsblätter in OneNote hochladen. Das hat eben den Vorteil, dass man wahnsinnig viele Zetteln sich erspart und man kann das auch relativ spontan gestalten. Mit nur einem Mausklick hat man gleich seine ganzen Arbeitsblätter, die man in Word gestaltet hat, gleich in OneNote hochgeladen. Und zwar ist da eben der Vorteil, die Kinder können noch immer in ihren Arbeitsblättern schreiben, so in ihren Arbeitsheften oder in den Konstruktionsheften schreiben und haben nun mal die Angaben auf OneNote hochgeladen. Das heißt, die Kinder können überall, sowohl zu Hause als auch bei ihren Eltern oder bei Mama, Papa oder in der Schule, diese Arbeitsblätter nachschlagen, auch wenn sie mal krank sein sollten oder so jetzt wie Corona halt haben, sollten sie entweder bei der Pandemie zu Hause sein oder ein Teil der Klasse ist in der Schule, können sie eben auf die Arbeitsblätter zugreifen. So, ich zeige gleich her, wie das funktioniert. Man braucht nur hier einen freien Raum sich suchen, geht hier bei OneNote auf Einfügen, hier dann entweder nur auf Ausdruck oder auf Datei, je nachdem, was man haben möchte. Wenn man die ganze Datei gleich auch anklicken möchte, braucht man nur hier auf die Datei gehen. Sonst reicht einfach hier Ausdruck wählen. Man geht hier auf den Ausdruck und sucht sich schon eine Word-Datei aus oder eine PDF-Datei, je nachdem, was man kreiert hat. Klickt hinauf und geht auf Öffnen. Daraufhin öffnet sich dann gleich diese Word-Datei. Und in Sekundenschnelle ist es eingefügt. Gut, die nächste Unterrichtsidee ist auch, dass man die Kinder einfach auf den Devices arbeiten lässt. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit haben einer Stifteingabe, können sie mit dem Stift auch auf den Arbeitsblättern schreiben. Und aus Lehren kann man auch diese virtuellen Arbeitsblätter auch dann vergleichen. Dann gehe ich auch schon zur nächsten Unterrichtsidee, nämlich zur Fotoeingabe. Und zwar kann man aus Lehrperson gleich eine virtuelle Seite gestalten, indem ich gleich Bilder vorbereitet habe und die Kinder müssen diese Fotos benennen. Wie zum Beispiel hier in Mathematik habe ich hier verschiedene Dreiecke vorbereitet, zum Beispiel ein gleichschenkeliges, ein gleichseitiges Dreieck und ein rechtwinkeliges Dreieck. Und die Kinder müssen hier in diese Kästchen die Namen von diesen Dreiecken einfügen. Das heißt, das wäre nur ein Teil der Stunde. Das wird nicht die ganze Stunde beinhalten, sondern nur einen Teil der Stunde.
möchte ich euch noch einen Teil in Englisch zeigen. Und zwar zum Beispiel, dass man hier in der ersten Klasse, zum Beispiel Unit 1, dass man hier die Pluralformen wiederholt und auch gut einübt. Man schreibt ein Wort als Lehrperson hin. Die Kinder müssen dann selbstständig ein Foto dazu suchen und die Pluralformen dazu suchen. Wie das funktioniert, ist ganz leicht. Man sucht hier, das muss man eben den Kindern vorher noch einüben, aber sobald sie das Intus haben, kann man das immer und immer wieder üben und auch immer wieder verwenden. Man sucht sich hier auch einen freien Raum, geht hier wieder auf Einfügen und hier auf Bilder. Das heißt, das Praktische ist, im Englischunterricht können die Kinder dann auch gleich die englischen Bilder dann suchen. Eben mit dem richtigen Namen auf Englisch. Man geht hier auf Online-Suche und kann dann eben die Namen eingeben. Automatisch wird es dann gesucht. Das heißt, man geht hier auf die Lupe und hier werden dann automatisch Bilder angezeigt. Das Besondere hier bei OneNote ist auch, dass die Namen, also diese Pluralformen, als auch die englischen Wörter, vorgelesen werden können. Das heißt, die Kinder lernen gleich, wie lautet die richtige Aussprache. Sie können sich das auch selber individuell öfters anhören, je nach dem Lernfortschritt, entweder weniger oft oder öfters, oder auch zu Hause dann noch anhören. Das heißt, ich markiere mir dieses Wort oder diese Wörter, gehe dann auf Ansicht, suche mir den plastischen Reader heraus, klicke den an, scrolle dann hinunter, wo ich eben diese Wörter vorgelesen haben möchte. Hier möchte ich mal gerne Strawberry und Strawberries vorlesen lassen. Hier könnte ich auch dann das Wörterbuch einschalten lassen. Das heißt, ich kann es mir auf Deutsch und auf Englisch anhören lassen und auch ein Bild dazu projizieren lassen, dass ich weiß, wie diese Erdbeere auch aussieht. Und gehe hier auf Leseeinstellungen. Gehe hier auf Dokument, dass mir das auf Englisch vorgelesen wird. Gehe hier hin. Sieht man noch diese Erdbeere, Strawberry, und lass es mir vorlesen. Strawberry, Strawberries. Und dass wir von den anderen Unterrichtsgegenständen auch was haben, nämlich zum Beispiel in Biologie, kann ich das andersrum ja auch verwenden, dass ich hier Bilder schon als Vorbereitung eingefügt habe und die Kinder müssen die Namen dieser Tiere darunter schreiben. Das heißt, die können auch ein Buch damit zur Hilfe nehmen oder das Internet zur Hilfe nehmen und müssen herausfinden, welche Tiere das sind. Es ist relativ einfach gestaltet, man braucht nicht so viel Aufwand aus Lehren und es schaut gleich toll aus und man hat gleich alle Verknüpfungen mit dabei. Das heißt, sehen und das Hören und man kann sich auch als Kind auch gleich besser etwas vorstellen, wenn man die Bilder sieht von den Tieren. Dann gehe ich gleich zum nächsten Punkt, eines meiner Lieblingspunkte, wo man sozusagen dann den Mathematikunterricht mit dem Zeichnen und mit dem Konstruieren mit den Tablets vereinbaren kann. Viele fragen sich nämlich sicher, wie soll ich das Zeichnen und den Mathematikunterricht vereinbaren und mit den Tablets, wie soll ich das machen? Soll ich entweder nur am Tablet zeichnen oder dann beim Zeichnen überhaupt das Tablet dann ganz weglassen für diese Unterrichtseinheiten? Dazu hätte ich nämlich eine kleine Idee, wie man beides sozusagen schön vereinen kann. Die Kinder haben weiter noch ihre Konstruktionshefte, können noch weiter mit dem Zirkel und mit dem Geodreieck und mit dem Stift zeichnen. Das heißt, sie verlernen nicht, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig kann man auch die Devices dazu verwenden, nämlich als Selbstkontrolle. Das heißt, hier kann man wunderbar GeoGebra mit OneNote verknüpfen und eine Selbstkontrolle einfügen. Und wie das funktioniert, zeige ich gleich hier. Ich habe hier eine kleine virtuelle Landschaft gebildet, eben Schulübung. Meine Aufgabe lautet, konstruiere folgende Winkel in dein Heft, beschrifte sie und kontrolliere nach jedem Winkel, ob du sie richtig gezeichnet hast. Das heißt, die Kinder können dann abhaken, welche sie schon kontrolliert haben und welche sie schon gezeichnet haben.
Und als Kontrolle habe ich hier eine GeoGebra-Seite eingefügt mit einem Winkel. Der muss jedes Mal neu geladen werden. Das heißt, man klickt hier einfach hinauf. Es dauert dann immer ein paar Sekunden, bis es ladet. Und die Kinder lernen dann noch virtuell einen Winkel sozusagen zu zeichnen und aufzuspannen. Und gleich sich zu überprüfen, ob der Winkel stimmt, den sie gezeichnet haben. Wie zum Beispiel der erste Winkel, den die hier haben, mit zum Beispiel 50 Grad, müssen sie auch hier dann versuchen, 50 Grad hier zu messen. Und ob dieser Winkel dann ungefähr so aussieht, wie in ihrem Heft. Beziehungsweise der Winkel in ihrem Heft genauso aussieht, wie der in der Lösung. Und dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie das genau aussieht, habe ich hier eine Skizze gemacht. Das heißt, die Kinder haben hier ihr Konstruktionsheft oder eben leere Seiten, haben die Winkel hier gezeichnet und daneben liegt dann das Tablet, wo dann die Lösung oben gezeichnet dann ist. Das funktioniert auch ganz leicht. Das heißt, man sucht sich einfach nur die, jetzt muss ich das mal kurz hinaufschieben, man sucht sich einfach die GeoGebra-Seite heraus. Kann ich auch gleich vorzeigen, nimmt dann die Internetadresse raus, kopiert sie und fügt sie einfach in OneNote, wo man sie eben hinhaben möchte, sucht sich einen freien Platz, geht auf rechten Mausklick auf Einfügen, drückt auf Enter und gleich darauf erscheint diese Seite, die man eben haben möchte. Und das Gleiche funktioniert dann so auch mit Englisch, halt nicht in Kombination mit GeoGebra, aber dass ich auch die englischen Wörter auch mit der Hand schreiben könnte und dann nur mehr aus Kontrolle, so zur Kontrolle, zur Selbstkontrolle, nur mehr das Tablet heranziehe und die Kinder vergleichen dann in ihrem Übungsbuch mit dem Tablet, ob sie die Vokabeln dann richtig eingesetzt haben. Und zu guter Letzt möchte ich noch den QR-Code vorstellen mit Microsoft Forms. Microsoft Forms ist ein wunderbares Tool, um schnelle und einfache Quizzes zu gestalten. Und zwar ist es eine ganz, ganz tolle Idee von Microsoft, dass man Zeit spart, da man schon als Lehrerin oder als Lehrer schon vorher die Lösungen eingeben kann. Das heißt, dieses Tool merkt sich dann diese Lösungen und die Kinder beantworten diese Fragen und gleich darauf erhalten sie, wenn man das so eingestellt hat, gleich eine Rückmeldung, ist es richtig oder ist es falsch, was sie angeklickt haben. Man kann das auch als kleine Lernziehkontrollen zum Beispiel heranziehen oder als kleine Wiederholungen oder einfach nur als Auffrischung kann man es heranziehen. Oder auch sozusagen als Belohnung dieses Quizzes spielen, wenn ein Schüler schon früher fertig ist. Kann er schon im Stoff weitergehen. Das heißt, ich kann auch dort YouTube-Videos mit dem neuen Stoff einspielen und hinaufladen. Und der Schüler kann schon individuell vorarbeiten und dieses Quiz mit einfachen Fragen dazu dann schon lösen. Das heißt, dass auch die schnelleren Schüler dann eine Beschäftigung haben und sich nicht langweilen mit dem Stoff, wo zum Beispiel ein paar andere Kinder dann noch die Unterstützung dazu brauchen. Und dass man das Ganze noch ein bisschen auffrischt, kann man mit Microsoft Forms eben solche QR-Codes gestalten, die ich auch, wenn ein schönes Wetter zum Beispiel ist oder auch wenn ich das jetzt draußen im Garten gestalten möchte, dass ich sie im Schulgarten solche QR-Codes aufhänge und sie dann mit den Devices herumgehen lasse und sie lösen anhand von den QR-Codes dann ihre Beispiele. Der Vorteil ist, ich kann das in allen möglichen Fächern machen, sowohl Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie, Sport. Das kann ich alles miteinander verknüpfen. Sollte schlechtes Wetter sein, gebe ich das Ganze einfach, verlege ich das alles in die Klasse hinein. Dazu möchte ich nur ein paar Bilder kurz herzeigen, wie das aussehen kann bzw. sollte. Ja, habe ich mir ein paar Fotos gemacht. Das heißt, man kann die dann ausdrucken, folieren, dass sie dann für länger haltbar dann sind und kann sie dann im Schulgarten sozusagen dann anbinden. Und die Kinder brauchen dann nur einen QR-Code-Scanner, der muss halt einmalig heruntergeladen werden und dann können schon die Beispiele gelöst werden. Oder wie gesagt, in der Klasse verteilen, ist ein Stationenbetrieb dann und die Kinder können eben die verschiedenen Beispiele dann lösen.
Ich wechsle jetzt gleich auf Microsoft Forms. Hier habe ich zwei vorbereitet, und zwar eines für Englisch. Und zwar habe ich da schon das angeklickt, wie die Schüler das sehen. Der Vorteil auch hier ist, man kann sich das auch auf Englisch dann anhören. In der jeweiligen Sprache, auch auf Deutsch kann ich mir das anhören oder eben welche Sprache ich auch haben möchte, beziehungsweise in welchen Sprachen ich es verfasst habe. Das heißt, auch hier können gleich die Kinder das in der richtigen Sprache auch hören. Ich spiele es einmal vor, dass man das hört. Ich muss mich wieder anmelden, jetzt bin ich da rausgefallen. So. Ich klicke wieder auf das Tool zum Anhören. Jetzt zeigt er es nicht an. Sie haben gerade vorher gesehen, da ist ein Mikrofon. Das heißt, die Kinder müssen dort nur hinaufklicken und hören schon, wie das auf Englisch genannt wird. Hier habe ich jetzt verschiedene Typen von Fragen hinzugegeben. Das heißt zum Beispiel Write the Words. Die müssen Sie dann erkennen, welches Tier das ist und müssen es richtig dann schreiben. Und das System erkennt sofort, haben Sie es richtig geschrieben oder nicht. Das heißt, das ist eine Erleichterung für die Lehrerin und für den Lehrer, da das System das einfach gleich korrigiert. Und ich kann im Nachhinein dann durchschauen, ob vielleicht irgendwelche anderen Fehler sind, wie sie die Kinder getan haben, wo die meisten Fehler waren, wo waren die meisten Schwierigkeiten. Und das ist dann eine ziemlich schnelle Erledigung dieser kleinen Kontrolle. Dann hier ist wieder eine Antwortfrage, das heißt, Sie müssen hier wieder selber schreiben und es gibt dann auch Auswahlfragen, das heißt, Sie müssen dann das Richtige dann anklicken, wie zum Beispiel die Pluralform von Child dann ist. Wenn Sie dann fertig sind, können Sie das dann absenden, die Kinder. Und eine kleine Sache möchte ich noch zeigen, ich habe vorher erwähnt, man kann auch YouTube-Videos hineinstellen. Das heißt, die Kinder, der Sinn dahinter ist, dass sich die Kinder dieses Video vorher anschauen. Das kann auch in Englisch oder auf Deutsch oder in einer anderen Sprache hineingestellt werden, je nachdem, welches Video ich hochladen möchte. Und anhand von dem Video können die Kinder dann die Frage oder die Fragen, nachdem wie viele ich gestellt habe, dann beantworten. Das zeige ich auch noch her, wie man diesen QR-Code erstellen kann. Das heißt, wenn ich ein Microsoft Forms Quiz erstellt habe, klicke ich hier auf diese drei Punkte, gehe auf Einstellungen und kann mir hier mal einstellen, dass jeder einmal antworten kann oder nur Personen von meiner Organisation. Und ob Ergebnisse automatisch angezeigt werden sollen oder nicht. Das heißt, ob die Kinder jetzt automatisch eine Rückmeldung erhalten sollen, dass das Beispiel richtig geantwortet ist, nachdem sie es abgesendet worden haben, oder sie bekommen erst eine Antwort, eine Rückantwort, nachdem ich alle durchgesehen habe. Das heißt, da muss ich mich schon entscheiden, was ich davon haben möchte. Und ich kann natürlich auch eine Zeit einstellen, bis wann das abgegeben werden muss, beziehungsweise wann es starten muss. Und wenn ich hier dann noch auf Formular drucken gehe, kann ich mir das Ganze natürlich auch ausdrucken lassen. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn ich hier auf Teilen gehe, kann ich entweder den ganzen Link teilen oder hier das zweite Kästchen von links kommt dann mein QR-Code. Das heißt, ich gehe hier auf Herunterladen. Der ganze QR-Code ist jetzt heruntergeladen worden und den kann ich mir jetzt öffnen und herunterladen oder ich kopiere ihn und füge ihn in OneNote ein. Das heißt, ich kann mir auch in OneNote eine eigene QR-Code-Seite dann kreieren. Und das heißt, ich schließe das Fensterchen wieder. Und kann dann auch meine Vorlage mit meinen anderen Kollegen auch hier teilen. Indem ich hier auf Vorlage teilen gehe, gehe ich auf Kopieren und kann es jedem Kollegen oder jeder Kollegin dann weiterschicken.
Die können das dann noch bearbeiten, das heißt, die können andere Fragen dazugeben, andere Fragen ausbessern, je nach Belieben. Und so kann man dann immer einen größeren Pool von Aufgaben dann kreieren. Dann glaube ich, sind wir schon bei der Zeit. Ja, und ja zwar, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich dran halten an die 25 Minuten. Jetzt würde ich nur bitten, dass, wenn es Fragen gibt zur Diskussion, dass man die einfach in den Chat stellt und ich werde die weitergeben an die Frau Albert. Ansonsten können Sie dabei nur den Satz zu Ende sprechen, wo ich Ihnen jetzt ins Wort gefallen bin. Kein Problem, ist sich genau ausgegangen, das, was ich geplant habe. Und zwar kann man einfach die Microsoft Forms Quizzes dann einfach und mit den QR-Codes kann man dann einfach mit allen Kollegen auch nicht, muss man nicht auch von der gleichen Schule teilen. Das heißt, ich kann auch in ganz Österreich oder auch in der ganzen Schweiz oder in ganz Deutschland, je nachdem, wo ich meine Kolleginnen und Kollegen sitzen habe, kann ich mit denen allen meine Forms Quizzes teilen und ergab da auch dadurch einen größeren Aufgabenpool. Wie gesagt, das ist eine wahnsinnige Erleichterung mit Microsoft Forms, da man da das schnell geht zum Erstellen und vor allem die schnelle Rückmeldung an die Kinder, dass sie gleich wissen, ist es richtig, was ich angetippt habe oder nicht. Das ist vor allem eine Danke. Gute. Ja. Eine Frage kam da im Chat, und zwar: Verbinden Sie diese Tools auch mit Teams? Auch. Kommt drauf an, nur wann. Microsoft Forms zum Beispiel verknüpfe ich mit Microsoft Teams. Das heißt, wenn ich kurze Aufgaben erstelle oder einfach nur in den Chat für alle Kinder, kann ich den Link, den kann ich gleich herzeigen, wenn ich hier zum Beispiel auf Teilen gehe, kann ich diesen Link hier, da gehe ich immer auf URL verkürzen hin, kann ich einfach kopieren. Und diesen dann auf Microsoft Teams dann einfach gleich einfügen und die Kinder haben zum Beispiel gleich für die Stunde die Aufgabe in Microsoft Forms zu lösen. Das heißt, für schnellere Schüler, wenn jemand fertig ist, brauche ich mir nur einen Microsoft Forms Quiz heraussuchen und kann das gleich in den Chat für alle posten in Microsoft Teams. Und die Kinder können dann selbstständig mit dem Device auf Microsoft Teams einsteigen und gleich, wenn sie dann fertig sind mit den Übungen, auf Microsoft Forms das Quiz dann lösen. Oder eben ich erstelle eine Aufgabe und verknüpfe es gleich mit diesem Microsoft Forms Quiz. Okay, danke schön. Da gab es jetzt nur eine Meldung im Chat, eine Klarstellung. Und zwar, ich meinte die Aufgaben aus Teams mit den individuellen Kursnotizbereichen von OneNote. Ob Sie die mit den Tools auch verbinden lassen. Das heißt, da von OneNote die zum Beispiel die Arbeitsblätter oder die Fotos. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Ob ich die Fotos jetzt auch verknüpfen kann? Ja, Herr oder Frau Lahnsteiner, wollen Sie einfach Ihre Stummschaltung aufheben und direkt die Frage stellen? Dann tut sie, glaube ich, dann für uns alle leichter. Sie können selbst einfach die Stummschaltung aufheben. Ich habe schon ausgeschaltet. Nein, was ich gemeint habe, ist, es bietet ja das Klassennotizbuch von OneNote für jeden Schüler einen eigenen Bereich an. Die Kursnotizen, Hausaufgaben, was immer, Quizze, was man da halt einstellt. Und ich habe dann ein Kursnotizbuch und in Teams wird das als Klassennotizbuch bezeichnet, warum auch immer. Und diese Aufgaben, die ich über Teams stelle, die kann ich ja mit dem OneNote Klassennotizbuch verknüpfen. Genau. Ja, das mache ich auch, ja. Ich gebe zum Beispiel die Hausaufgaben oder Schulungen, die jetzt nicht fertig gemacht worden sind, verknüpfe ich dann mit Microsoft Teams, ja. Okay. Dann erhält jedes, das ist dann hier, erscheint dann hier auf, dann erhält jeder Schüler die gleiche Seite bei ihm. Ich weiß eh, wie das funktioniert, nur bei mir funktioniert die Verknüpfung nie. Dass ich dann nämlich, wenn ich das im Kursnotizbuch korrigiere, dass das dann auch in den Aufgaben übernommen wird. Das war meine Frage. Weil wenn das in Aufgaben bearbeitet wird, die laden eine Datei hoch oder was auch immer, ich schaue das an, dann habe ich da so und so viele Punkte oder keine Punkte oder es ist korrigiert und Feedback gegeben. Und
Und man kann das wenn der Schüler das jetzt zum Beispiel in seinem OneNote in irgendeinem persönlichen Bereich abgearbeitet hat, ja, auf einer Seite. Und bei mir übernimmt es das nicht. Und jetzt wollte ich fragen, vielleicht haben Sie da auch noch einen Trick, weil die Vorschläge sind ja sehr, sehr nett. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich weiß. Ich überlege nur gerade, was ist, wenn Sie es, das ist jetzt eine gute Frage. Normalerweise sollte es nämlich übernehmen. Ja, genau. Ich habe nur das Problem auch mal gehabt bei den Handys. Da ist bei den Kindern nicht aufgeschieden, also ist diese Seite bei den Kindern nicht aufgeschieden. Das heißt, ich habe bei allen Kindern, wo es nicht aufgeschieden ist, einfach OneNote am Handy gelöscht und sozusagen nochmal neu installiert. Vielleicht probieren Sie es auch nochmal zu deinstallieren und nochmal installieren. Das funktioniert nicht, das habe ich schon. Okay, und ich bin mit dieser mit dieser Anfrage schon sehr weit gekommen bei Microsoft. Also, ich meine, in der Hierarchie. Okay, danke vielmals. Dankeschön. Ja, bitteschön. Also Sie können mir auch eine E-Mail schreiben, wenn Sie möchten. Dann kann ich in den Chat meine E-Mail reinschreiben. Und wer noch Fragen hat, den kann ich eben dann per E-Mail helfen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse da hinein. Das war super. Ja, genau. Vielen Dank. Danke. Schönen Abend an alle. Schönen Abend. Vielen Dank nochmal, Frau Albert, für das Herzeigen. Das macht total viel Sinn, finde ich. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Vortrag auch noch. Wir bleiben im virtuellen Raum 2 vom Herrn Hagemüller und von der Frau Gruber. Genau, Sie haben da die E-Mail-Adresse jetzt schon gepostet. Die werden wir die auch nochmal aufschreiben. Es wird auch alles gefilmt. Und für weitere Fragen können Sie dann die Teilnehmenden ja nochmal bei Ihnen melden. Genau. Ansonsten schönen Abend. Dankeschön und viel Spaß noch bei den nächsten Vorträgen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen.